Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu teamandro.de. Ne, Quatsch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute hier mit Hai zusammen. Du darfst dich gerne kurz vorstellen, wenn du möchtest. Was geht ab, Leute? Ich bin Personal Trainer und heiße Hai. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann heiße ich erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel. Das ist Hai. Hai. Einfach Hai. Lass gerne ein Abo da. Auf diesem Kanal ist normalerweise nur Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so abgeht in meinem Leben. Aber heute machen wir ein bisschen was Witziges. Und zwar raten wir, welche Fitness-YouTuber auf Stoff sind oder nicht. Wir werden natürlich nicht genau wissen, ob sie jetzt wirklich auf Stoff sind oder nicht. Aber Hai hat da sogar noch mehr Erfahrung als ich, würde ich sagen. Er ist schon im Bodybuilding viel tiefer drin und du hast auch schon Wettkämpfe gemacht, ne? Ja, richtig. Wettkämpfe habe ich schon gemacht. In der Men's Physik, also nicht so richtig breit oder sowas, sondern wirklich mit den Shorts. NRW-Meister bin ich nicht geworden, leider nein, aber dritter Platz bei der NRW-Meisterschaft ist schon was Geiles, ist eine Ansage. Und ja, da munkelt man auch schon rum, so nimmt er was, nimmt er nicht was und so. So ist das halt in, ja, auf den Wettkämpfen, so sag ich mal, weißt du. Und ja, lass mal loslegen und okay. Lass mal gucken, was auf uns zukommt. Wir schauen uns mal den ersten an. Ja, wir haben den ersten Kandidaten. Kennst du ihn, ne? Ja, genau, das müsste Patrick Reißer sein. Yes. Was meinst du? Ja, wir machen so, du fängst an, beim nächsten sag ich, was ich zuerst denke. Okay, okay. Also für mich sieht der echt brutal gut aus, hat eine ordentliche Masse, auch ordentliche Quads, Schulterköpfe kommen übertrieben raus, Nacken ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Natürlich ist der hier mit einem KFA von ungefähr, meinst du, 8-7% zu sehen. Kurz vorm Wettkampf wahrscheinlich, ne? Genau, so sehe ich das auch. Ich verfolge ihn schon übelst lange auf YouTube. Echt? Und er sagt halt immer, er ist natural. Und ich habe ihn aber auch schon live gesehen, also auf der FIBO. Steve, ein guter Freund von mir, der war auf der Pro-Bowl-Tour damals und hat dann Micha und Patrick kennengelernt. Und ich muss sagen, die sehen einfach natural. Sieht er nicht so krass aus wie auf dem Bild jetzt. Mhm. Also es sieht einfach in echt anders aus. Und da würde ich sagen, dass es schon möglich ist. Das Einzige, was ich bei ihm übelst krass finde, gerade auf dem Bild, ist hier oben die Nackenpartie. Und halt, er hat halt überharte Arme. Der Bizeps ist irgendwie riesig. Ja, das stimmt wohl. Aber ich finde zum Beispiel, die Brust ist hier jetzt so zu klein, ne? Das sieht man wirklich schlecht auf dem Bild, würde ich sagen. Also der hat auf jeden Fall eine gute Dicke, wie man hier sieht. Da ist ja gut Schatten drauf. Und ja. Okay, du sagst es on, ich sag es off. Okay, tut mir leid, wenn du das siehst, aber ey. Okay, der nächste, den kennen wir auch. Das ist auch ein Fitness-YouTuber, Gürki. Was meinst du? Ich glaube, er hat nur eine gute Genetik von der Brust her. Mhm. So, deswegen ist die Brust prall. Mhm. Aber, also, um so auszusehen, würde ich halt nicht stoffen. Ich auch nicht, definitiv nicht. Also, der hat eine echt schöne Form. Sixpack ist ja auch schön zu sehen, wie du gerade auch schon erwähnt hast, die untere Brust ist echt mächtig bei dem, die kommen richtig gestochen raus. Das sollte auf jeden Fall natural, also machbar sein, ja. Sind wir uns beide einig, ja. Mhm. Ja, ich kenne auch zum Beispiel Fotos von mir, wo ich auf Diät war und ich kann mal eins einblenden. Und da ist halt, ich habe erst jetzt diese Woche auf Instagram gepostet, ein altes Video und da mache ich nur Klimmzüge und ich habe drunter geschrieben, so, was denkt ihr, wie viel ich wiege? Und da haben Leute geraten, dass ich auf diesem Video viel schwerer bin als heute. Das kann ich gut verstehen, ne? Weil du halt wirklich trocken bist. Ne? Genau, du siehst einfach viel krasser aus. Mhm. Aber in Wirklichkeit bist du viel leichter, ist viel weniger an dir dran. Mhm. Und deswegen ist auf Fotos auch immer schwer zu sagen. Aber wir sind uns beide einig, Gürki ist natural. Das ist hier Road to Glory, ne? Jill und Sai. Boah. Kenne ich vom Namen beide nicht, aber vom Sehen her auf jeden Fall schon mal gesehen. Wie du auch vorhin schon mal auf der FIBO eingesehen hast. Ja. Ja, du bist dran mit Raten. Ich bin sehr glücklich, weil ich weiß es. Du weißt es? Ich weiß es. Boah, ich weiß es leider nicht. Also zu dem Rechten, Jill war das, ne? Ja, also nur noch er ist auch aktiv, sei es irgendwie raus. Okay. Ich würde sagen schon, dass er was abbekommen hat, sag ich mal. Was, ja, also er ist auf Stoff, er hat es zugegeben. Ja, echt? Ja, er hat das Ganze dokumentiert, auch auf YouTube, Social Media und so. Ja, ja. Und im Moment macht er so eine kleine Reihe darüber, wie die Nebenwirkungen sind mit Depressionen, als er abgesetzt hat und so. Okay. Also er nimmt jetzt nichts mehr, also außer so eine Post-Cycle-Therapy, ne, die er dann machen musste. Jetzt aktuell nicht. Aber es ist halt ganz klar, dass er gesagt hat, er ist auf Stoff. Finde ich gut sowas, irgendwie. Weißt du, wie ich meine, damit die Leute wirklich sehen, so,
ja, schaffe ich das überhaupt natural oder nicht, ne? Oder muss ich da schon härteren Schüssen zugreifen? Ja gut, kennst du ihn? Nein, leider nicht, ja. Das ist Julian Zietlow. In seinen jüngeren Jahren, würde ich sagen. Ich glaube, das Foto ist älter. Mhm. Hier Rocker Nutrition, kennst du? Rocker Nutrition sagt man das, ja. Er ist der Chef, der Inhaber. Er ist halt natural. Ja. Brauchen wir nicht diskutieren, glaube ich. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so, natural auf jeden Fall machbar. Der ist auf jeden Fall fleißig. Hat auch eine sehr schöne Genetik, finde ich. Die Form ist super. Könnte noch ein bisschen trockener sein, aber okay. Top. Okay, sind wir uns einig gewesen. Das war einfach. Auf jeden Fall. Ja, das ist der andere der Bro vom Patrick, der Micha. Genau. Was meinst du denn dazu? Also, soweit ich weiß, sieht das für mich echt heftig aus. Der Typ ist, glaube ich, auch riesengroß, kann ja, das sein? Ja, ist richtig groß. Und ich weiß nicht, ob ihr es genauso seht, aber für mich ist es halt wirklich, also ich finde es wirklich schwer, so eine Muskulatur aufzubauen. Vor allem, wenn man so groß ist. Auch die Arme dann so prall hinzubekommen, ne? Genau, die Schulterköpfe, der sieht echt brutal aus, Leute. Also wenn ihr ihn mal seht, ich glaube, da ist schon was beigemischt worden. Was sagst du? Also ich glaube, wenn er was genommen hat, dann hat bestimmt Patrick damals in der Wettkampfvorbereitung dann jemand das alles zusammen gemacht. Dann hat er bestimmt auch. Denke ich auch. Und er ist schon ein ordentlicher Brecher, so, ne? Mhm. Nichtsdestotrotz fand ich jetzt, dafür, dass er so groß ist, würde ich glauben, dass er nichts genommen hat. Glaubst du? Also ich weiß nicht, also das ist schwer zu sagen, weil er ist wirklich voll, hier die Schulter, siehst du ja, ne? Sind wirklich voll, Arme auch wirklich gut voll. Also ich weiß, was du meinst, anhand von Brust und Armen würdest du sagen, der ist auf jeden Fall, vor allem, ne, sein Trainingspartner, sage ich, ob das Trainingspartner ist oder nicht, auf jeden Fall, die haben zusammen abgehangen und wie sagt man so schön, ne? Ne, wenn dein Best Buddy irgendwas macht, ist das nicht weit, dass du es auch machst, irgendwie so. Ich finde es auch schwer zu sagen, also ich finde ihn doch viel brutaler als Patrick. Auf jeden Fall. Sieht heftiger aus. Und dann bei ihm würde ich es eher denken als bei Patrick. Rein optisch jetzt. Echt? Ja. Bei mir ist er andersrum. Ja, das war vielleicht liegt es auch am Bild, weil er hier nicht so trocken ist wie der Patrick da. Aber Respekt an diese Form auf jeden Fall. Da steckt Arbeit hinter. Tim Gabel. Jo. Er hat jetzt aktuell nichts mehr auf den Rippen irgendwie. Der ist dauernd krank gewesen und hat ordentlich abgebaut. Mhm. Ja, ich habe ihn noch nie live gesehen, ich habe keine Ahnung. Ich leider auch nicht, nur aus ein paar Videos, die ich mal so gesehen habe. Anhand vom Foto würde ich sagen schon. Ja. Die Brust ist einfach, naja, sie sieht schon, also entweder mit Photoshop nachgeholfen oder, also die finde ich halt schon brutal und auch die Schultern sind ziemlich prall. Und er hat vor allem richtig dicke Arme, wie ich mal in den Videos gesehen habe. Aber wie du auch schon gesagt hast, der hat echt abgenommen. Also für mich sieht das so aus, als ob er mal genommen, also was genommen hätte, ne? Um mal wirklich so eine Form zu kriegen. Und dann hat der vielleicht ein bisschen Sport nachgelassen oder sowas. Auf jeden Fall ging für mich seine Form ein bisschen nach und nach verloren. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ah, Alon Gabay, Old School. Kennst du ihn noch? Boah, sagt mir gerade nichts, ne? Ehrlich. Er war so ganz, ganz früher einer der ersten Fitness-YouTuber. Er hat dann irgendwie voll aufgehört, dann hat er Network Marketing ganz viel gemacht, war bei Juice Plus und so. Mhm. Und ein paar Freunde von mir waren sogar bei ihm im Team, in diesem Network Marketing Ding drin. Und dann hat er alles ganz aufgehört und ist Schamane geworden. Er ist was geworden? Schamane. Echt jetzt? Ja. Und das erfüllt ihn? Ich glaube schon, ja. Also er hat dann so, macht so Ayahuasca-Zeremonien und all so ein Kram. Boah, wie ich gehört habe, so, das zeugt ja richtig Schaff an, Leute. Also jetzt ist er nicht natural, er nimmt Ayahuasca regelmäßig. Ich glaube, da ist er auch nicht netty. Ich glaube auch, dass der da nicht netty ist. Das sieht alles zu trocken, zu prall gefüllt aus. Ne? Zu heavy. Genau. Den kenne ich einfach nicht. Und den kenne ich auch nicht. Kali Muscle. Kali Muscle. Kali Muscle. Kali Muscle. Kali Muscle. Kali Muscle. Ja. Er ist auf jeden Fall auf Stoff, würde ich sagen. Er hat auch eine gute Genetik. Nee, er hat nur gute Genetik. Ja, ne? Nur also ich würde auf jeden Fall sagen, gute Genetik. Nein, Leute, auf jeden Fall, das seht ihr schon. Die Haut ist auf jeden Fall, die kommt gar nicht hinterher. Die ist so am Reißen schon. Muskeln über Muskelnberge und sowas
wirklich auch halten zu können, meine Lieben. Das ist unmöglich. Könntest du am Foto her sehen, was der entnimmt? Schwer zu sagen. Also ich bin nicht jetzt der Profi, sag ich mal, darin. Aber ich würde aufgrund dessen, dass er halt einen berühmten Panzerbauch hat, dass er auf jeden Fall HGH nimmt, um auch wirklich halt diese Masse zu generieren. Da muss auf jeden Fall noch natürlich Testo als Basis rein. Der sieht ja auch für seine Muskelmasse auch relativ trocken aus, ne? Ja. Ich glaube deswegen, also da wird er auch noch was reinpacken. Da man seine Apps halt nicht so gut sieht, denke ich mal, dass er so an der Ernährung liegt, ne? Aber schon, er fährt auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr harte Geschütze. Oh, das ist doch mal ein Hübschen, oder nicht? Das Zach Smith aus Australien. Zach Smith aus Australien. Mhm. Ich würde sagen, es geht natural. Das würde ich auch sagen. Ich kann aber mir auch vorstellen, dass er so ein Kandidat ist, der mal so ein bisschen leicht, so ein bisschen. Ja, ne? Könnte man so sagen, aber... Ich glaube, dass generell ganz, ganz viele mal ein bisschen was genommen haben und dann irgendwann wieder aufgehört haben. Genau, das kann sein, das kann sein. Aber das geht natural, glaube ich, auch. Genau. Gerade da ist auch gutes Licht, ne? Das Licht kommt von der Seite. Mhm. Was ist hier mit mir? Was sagst du zu mir? Natural? Oder habe ich nachgeholfen? Das würde ich schwer sagen. Also bei deiner Brust, da denke ich mir schon oft... Da hat er sich was reingehauen. Da sind dann auch die Einstiche da oben. Ne? Und dann auch der Stirn oben auch. Asoziale Freunde. Ja, schaut auf jeden Fall bei Pete Air auf dem Kanal vorbei. Er hat jetzt einen neuen Kanal gegründet. Pete Air Fitness Motivation, richtig? Richtig. Zach Smith hat dicke Eier auf jeden Fall. Da hat er nachgeholfen. Ja, ich glaube, das war's mit dem Video. Ja, Hi hat mich mega gefreut. Ich hoffe, du ziehst durch auf deinem Kanal. Das ich kann dir eins sagen, das ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie man denkt, regelmäßig Content zu bringen. Aber macht auch Bock eigentlich. Und wenn man so ein paar Leute hat in seinem Umkreis, die mit einem zusammen das machen, ist es noch geiler. Mhm. Das glaube ich natürlich. Ich werde mich dran halten, ich werde am Ball bleiben und ich hoffe, euch bestmöglichen Content natürlich geben zu können. Und wie gesagt, checkt meinen Kanal ab, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie ihr eure Form in die perfekte Ästhetik lenken könnt. In diesem Sinne, Leute, bleibt fit und gesund und nehmt keinen Stoff, außer ihr wollt unbedingt. Ich muss für mich sagen, ich würde es schon gerne mal ausprobieren, aber ich habe immer zu viel Schiss. Darf ich fragen, warum du Angst hast? Weil, guck mal, du siehst ja jetzt auch hier schon voll viele, also ne, die Mehrheit der Leute hat das auf jeden Fall genommen. Was ist genau deine Angst? Ich habe bei Team Andro viel im Forum gelesen, was man so empfiehlt und was dann die Anfänger so fragen. Mhm. Und es schreckt einfach zu viel ab. Mhm. Wenn ich jemanden hätte, der mich an die Hand nimmt und mich kontrolliert und mir sagt, nimm das und mich auch begutachtet und mich auch im Blick hat, so, und ich kann darauf vertrauen dann, dass das, was er sagt, richtig ist. Ne? Mhm. Mhm. Weil ich glaube, wenn du selber dann on bist, dann verlierst du auch den Blick dafür so ein bisschen irgendwann. Ne? Oder willst du immer mehr, mehr, mehr? Und da muss jemand sagen, der sagt, nein, jetzt bleib mal dabei, du fährst gerade zu viel und so. Oder jetzt nimm das noch dazu, nimm das. Dann würde ich, glaube ich, probieren. Aber so alleine bin ich einfach nicht genug im Thema drin. Okay. Also ich kann es nur jedem wirklich, von jedem, also ich kann davon eigentlich nur abraten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es sei denn, du hast wirklich gewisse Ziele. Wenn du jetzt zum Beispiel wirklich auf die Bühne gehen möchtest, ihr wisst ganz genau, in Amerika die Bühnen, die Leute, die sind einfach untoppable, die sind breit, trocken, wie geht. Und das ist natürlich natural nicht erreichen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall da sagen, wenn ihr wirklich das ernst nehmen wollt, wirklich alles, wie er gesagt hat, 100% alles drauf abgestimmt ist, dann solltet ihr auf jeden Fall, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen, finde ich. Also wenn da wirklich ein Ziel hintersteckt. Aber einfach nur so, um breit zu wirken, breit auszusehen oder keine Ahnung was, ein Disco-Pumper da mich in Breiten zu spielen, totaler Quatsch. Dann esst lieber vernünftig, trainiert vernünftig, Leute, und dann werdet ihr gleiche Ziel erreichen, nur etwas langsamer. Yes, in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt von euch. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.